Das ist Schützi TV mit dem ersten Fußball-Podcast der Schweiz. Let's do it! Es ist eigentlich nicht das, was ich mir gewünscht habe, dass ich heute 120 Minuten muss, auf dem Platz stehen muss. Aber ja, wenn es so endet wie jetzt heute, ist es natürlich schön. Ich bin mega happy, dass wir Runde weiter sind. Und glücklich über den Einstand. F, unsere Leute schreien F für Fußball. Go! C für den Club Rot, weißes Blutmann. Go! B für Winterthur, Fuß in die Luft. Come on! FCW, die Stadt braucht den Club. Ja. Endlich wieder einmal im Bergholz. Endlich wieder einmal ein Regio-Derby. Rund 2000 Fans aus Winterthur haben vor allem Anfang an für eine Heimspielatmosphäre gesorgt. Und der FCW ist gestartet, wie man es von einem Favoriten erwartet. Der Labino Bayrami, neu vom FCZ gekommen, hat gerade mal gezeigt, was er als Mittelstürmer könnte bringen in der Zukunft. Das grosse Thema gestern in der Fankurve, der schreckliche Unfall eines 16-jährigen Winti-Fan. Die Jens ist vor einer Woche tödlich verunfallt. Zehnte Minute, Pass vom Frei auf Di Giusso, 0-1. Wer sonst schiesst schon das Goal? Doch dann ist es vorbei mit der Herrlichkeit. Will wird immer stärker und dominiert das Spiel. Einzig der Capino verhindert mehrfach den Ausgleich. Zur Pause führt Winterthur dank Glück und dem Capino mit 1-0. Yeah, this is my job. This is my job. This is what I have to do, and I'm happy. I work really good with people every day. He's an amazing goalkeeper coach, and he helped me really in this 1.5 months that I'm here. Auch in der zweiten Hälfte das gleiche Bild. Will druckt und der Capino hebt. In der 63. Minute ist es dann soweit. Will kommt durch den Rapp zum verdienten Ausgleich. Winti ist nicht sehr aktiv. Einzig der Bayrami kommt noch zu einer grossen Chance. We have to play better. We have to play better. This is the most important thing. Because we can. We have the quality and we can do it. Es kommt zur Verlängerung. Und wer gemeint hat, der Letztplatzierte von der Challenge League habe ich keine Kraft mehr, der täuscht sich. 150 Minuten. Für einmal ist auch der Capino unsicher. Und so führt Will 2-1. Es sieht nach einer dicken Köpfüberraschung aus. Doch es kommt anders. Ein weiter Pass vom Frei, ein Lobball vom Arnold und ein Goalie, der im Schilf steht. Ausgleich, 3 Minuten vor Schluss. Fast wäre Arnold gar noch der Siegtreffer gelungen. In den sozialen Medien, aber auch heute in der Pause, haben die Leute mich schon angemacht und gesagt, der Trainer muss weg. Du bist schon wegen dem Trainer gekommen. Was schätzt du so an ihm? Also ich bin nicht nur wegen dem Trainer gekommen, aber auch, ist einer der Gründe. Nein, der Ogi ist sehr menschlicher. Ich glaube, er ist auch immer für einen lockeren Spruch zwischen ihnen. Er versteht sehr viel taktisch auf dem Fußball. Ich höre jetzt die Nerven nicht gerade verlieren. Also, ich meine, wir haben heute gewonnen. Die in den sozialen Medien immer ein bisschen kritisch sind. Wenn man dann die auf der Straße sieht, tönt das immer ein bisschen anders. Darum nicht zu viel auf das gehen. An uns glauben, auch an den Trainer glauben, unterstützen, wo man kann. Dann glaube ich, kommen wir auf einen guten Weg. Es kommt zum Penaltyschiessen. Und das erst noch vor den Winti-Fans. Will fängt an und trifft. Dann unser Captain, präzise in die Decke. Und jetzt ist Reihen am Capino. Er kratzt den Penalty. Der Frei cool in die Mitte. Wann hast du deinen letzten Penalty versenkt? Gute Frage. Den letzten habe ich verschossen, nämlich letztes Jahr im Cup. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich mal im Training oder so. Beim nächsten Wieler Penalty fällt wenig. Und der Remo macht sein zweites Goal an dem Abend. Und mit offenen Schuhbändeln kratzt der Capino den nächsten Wieler Versuch.
Er wird definitiv zum Göppheld. Jetzt muss nur noch der Barouan versenken. Im Winti ist eine Runde weiter. Ja, yeah, big relief, big relief. I'm really happy. Remo saved us in the end and penalties are the easiest part of the game. So I just wanted to enjoy and I have a feeling that we'll go through. Wir können definitiv besser spielen, das wissen wir. Aber es ist ein Cup-Fight, wir spielen auswärts auf dem Kunststrasse gegen einen guten Gegner auch. Ja, kann sein, dass es vielleicht nicht zu 100% jetzt auch ein souveräner Auftritt ist für uns, aber die musst du gewinnen. Ich glaube, im Cup am Schluss musst du eine Runde weiterkommen, da haben wir geschafft. Die Erleichterung bei Mannschaft und Fans ist gross. Aber Weil war einmal mehr ein hartes Pflaster. I knew that it was a derby and I'm really happy. You see these amazing fans, it's unbelievable. Look how they support us, it's crazy. And if we can give something back, it's the most important thing. Weniger erfreulich die unschöne Szene nachher am Bahnhof Winterthur. Lieber weniger Fans, dafür aber richtige.